Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Dead or Alive 5 in der Collector's Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Spiel und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Spiel und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Dead or Alive 5 in der Collector's Edition, das Ganze aus dem Jahr 2012. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Gaming. Jawohl, die Collector's Edition zum Spiel Dead or Alive 5 für die Xbox 360. So sieht das aus. Wir haben hier die große 5 in der Mitte. Dann ist hier rundherum alles in so einer Tropfenoptik gehalten. USK 16. Dann lesen wir noch Collector's Edition und die Beteiligten. Auf der Seite ebenso beschriftet. Sowohl links als auch rechts natürlich. Und auf der Rückseite lesen wir, was uns hier erwartet. So, die heißesten Kämpfer der Gaming-Welt sind wieder da. Wirf deine Gegner von einem exotischen Wasserfall in explodierende Ölfässer und vieles mehr. Ninjas, Assassinen, Raubeine und Wrestler liefern echtes Fighting-Entertainment. Das ist Dead or Alive. I'm a Fighter. Gut, dann haben wir hier noch so einzelne Szenen aus dem Spiel. Und hier ist einmal der Boxinhalt veranschaulicht und wir lesen hier: Enthält hochwertige Metallhülle mit Prägung, Dead or Alive 5 Spiel, exklusives Hardcover Artbook, exklusive Badeanzugkostüme für alle spielbaren weiblichen Charaktere des Spiels, offizieller ist hier auf den Soundtrack bezogen, sonst natürlich offizielle CD, Dead or Alive 5 Poster. Okay, na dann schauen wir mal rein. Das Ganze hier ist ein Pappschuber, der sich abziehen lässt. Und dann haben wir hier die eigentliche Hülle, die eigentliche Metallbox. Also so eine Blechbox. Auch hier wieder alles rundum in dieser Wassertropfenoptik. Rückseite ist auch wieder in dieser Optik und beschriftet. Und dann schauen wir mal rein. Also der Boxdeckel geht hier auf. Wie wir sehen, er ist geprägt. Als erstes kommt uns hier einmal das Artbook entgegen. Dann haben wir ein Poster. Das Spiel an sich. Und auch noch den Soundtrack. So, damit ist die Box nun leer. Das lesen wir hier noch. Made in China. Grüße gehen raus. So, dann packen wir diese Metallbox mal zur Seite. Und starten wie immer mit dem Spiel an sich. So. Also, so sieht das aus. Dead or Alive 5. Wir haben hier die einzelnen Charaktere und hier wieder den 16er Hinweis. Und auf der Rückseite lesen wir das gleiche, was wir auch schon auf der Rückseite hatten des Pappschubers. Technischen Infos, Barcode, okay. Gut. So, hier haben wir einmal das Spiel. Das ist die Game Disc. Und dann haben wir hier noch zwei Sachen mit dabei. Und zwar haben wir hier einmal das Booklet. Hier lesen wir eben entsprechendes zum Spiel, also was uns hier am Bildschirm angezeigt wird, wie man steuert und. Das ist hier alles angegeben. Und dann haben wir noch ein kleines Zettelchen hier mit dabei. Download von Spielinhalten. DLC, ein Gutschein. Ein Gutschein für Premium-Bademode. Ja, also es ist tatsächlich so, das ist kein Witz, dass man sich hier mit diesem Download-Code zusätzliche Bikinis oder irgendwelche Outfits für die Damen runterladen kann. Für die Herren gibt es meines Wissens keine zusätzlichen Erweiterungen oder irgendwelche neuen Outfits. Das ist schon sehr, ja, einseitig. Aber ja, Dead or Alive ist natürlich vor allem hier ein Spiel von viel nackter Haut und viel knapp bekleideten Damen. So ist das schon immer gewesen bei dieser Spielreihe. So, dann haben wir hier den Soundtrack zum Spiel. Dead or Alive 5 kommt hier in einem regulären Toolcase. Wir haben hier insgesamt 20 Tracks mit dabei. Hier ist auch nochmal beschriftet. Und dann schauen wir mal rein. Wir haben hier ein Mini-Booklet, also hier so einen kleinen Einleger zum Aufklappen. Hier werden kurz die Leute erwähnt, die hier mitgewirkt haben, also hier so die Credits mehr oder weniger.
So, dann natürlich die CD. Auch hier wieder der klassische 5 und 8 die CD hier in dieser Tropfenoptik. So sieht das aus. Gut, als nächstes haben wir ein Poster. Das Poster ist hier so das Cover zum Spiel, aber eben im Querformat. Bedeutet, wir haben hier alle spielbaren Kämpfer und Kämpferinnen abgebildet. So sieht das aus. I'm a Fighter lesen wir hier wieder. Und dann hier unten rechts noch die Infos. Ja, das Poster im Querformat einseitig bedruckt. Packen wir wieder zusammen. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann hier noch das Artbook. Das kommt hier im Hochformat. Auch hier lesen wir wieder den Slogan. Und dann schauen wir mal rein. Also wir haben hier die einzelnen Charaktere des Spiels in kurzen Steckbriefen und natürlich auch jede Menge Fotos. Bedeutet, genau hier geht's los. Also wir haben einerseits natürlich Fotos und dann haben wir hier kurz einen Steckbrief. Und dann geht das hier so weiter. Also jeder einzelne Charakter hier so kurz porträtiert. Und auch hier kann man wieder sehen, dass hier die Frauen und speziell ihre knappen Outfits sehr stark im Fokus stehen. So. Ja, also hier natürlich dann jeder Charakter immer in einzelnen Posen und verschiedenen Outfits. Also, jede Menge verschiedener spielbarer Frauen. Aber es gibt da natürlich auch noch Männer. Die kommen dann jetzt, genau. Hayabusa, den kennt man vielleicht auch von Ninja Gaiden. So. Spannend ist, wenn wir uns jetzt gerade erinnern, dass die Frauen immer 3 Seiten hatten. Bei den Herrschaften hat man jetzt hier wieder etwas eingespart. Die haben teilweise nur 1 oder 2 Seiten. Ja, also auch hier wieder ganz stark erkennbar, an wen das Spiel sich so hauptsächlich richtet, beziehungsweise wer so die Kundschaft, beziehungsweise die Zielgruppe ist dieser Reihe. So, dann haben wir auch noch einzelne Kostüme im Detail. Also jeder Charakter hat ja hier dann verschiedene Outfits auswählbar. So sieht das aus. Dann haben wir hier die einzelnen Karten, also die einzelnen Stages, in denen man kämpfen kann, die Umgebungen. Hier ist für jeden Geschmack was dabei, Indoor, Outdoor, wo auch immer man kämpfen möchte. Gut, und das war's soweit. Jawohl. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gesagte Artbook, dann das Poster einseitig bedruckt im Querformat, der Soundtrack zum Spiel hier im regulären Jewelcase und natürlich das Spiel an sich, Dead or Alive 5. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box, die hier im Pappschuber kommt. So. Dead or Alive 5 in der Collector's Edition. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Spiel bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr das Spiel feiert, falls ihr Dead or Alive unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.